Letztes Jahr um die Zeit waren da drin noch gar keine Leute. Kein Licht hat brennt, kein Bier hat es gegeben. Alle denkt, oh je, meine Linde, so ein schönes Haus, mitten im Herz von Griessen, statt leeren Stil sich ja zum Hohen ausriessen. Doch denn, es geht das Gerücht, die Linde ist feil und das noch für einen rechten Preis, für so ein großes Teil. Aber jetzt, wer soll's kaufen? Wer hat so viel Moos? Und wenn's die Falsche kaufen, ist erst recht der Teufel los. Wenn ein Bagger käme und das Haus hie macht, dann sind die Leute verrückt, dass es nur so kracht. Allein ist man machtlos, wer kann das schon machen? Aber zusammen, vielleicht könnte man es doch schaffen. Und tatsächlich, gute, engagierte Leute haben sich gefunden und gesagt, komm, wir probieren es und wir zählen keine Stunde. Die Genossenschaft Klett-Geno wird gegründet recht schnell und immer mehr Menschen sind zur Stelle, hören sich die Idee an, finden sie gut und immer mehr Klettgauer und von weiter her finden ihren Mut. Leute unterstützen die Sache, helfen mit Sau, mit einem Kuchen, mit einem Beitritt und gern auf dem Baum, gell, wenn ich. Die einen sind ganz überrascht und staunen, während bei anderen noch munkeln und runen. Ob das etwas wird? Na, ich weiß nicht recht. Wenn's drum läuft, ist das Geld weg. Das wäre aber schlecht. Dann heben wir dagegen. Schaut doch mal her. Wir erklären es euch, es ist nämlich gar nicht so schwer. Denn was man alleine schafft, das schaffen wir miteinander. Gemeinsam sind wir stark. Hand in Hand. Jetzt dürfen wir kurz klatschen. Ja. Von außen schauen die Leute staunend ins Klettgauland und denken sich, hey, das ist ja allerhand. Die Klettgauer Bürger, die haben es im Griff. Die reissen das Ruder selber um und steuern das Genossenschaftsschiff. Wir alle sind glücklich und richtig froh und schütteln manchmal selber den Kopf, wie das alles halt so schnell kommen konnte. Aber am meisten erfreut mir uns darüber, dass ihr alle sind da. Darauf ein dreifaches Kreis.